Comic.de. So, nachdem es etwas längere Zeit keine coolen Webcam-Videos von mir gab, sondern nur tolle Walkthrough-Videogaming-Videos, habe ich mal wieder einiges zu verkünden. Zum einen gibt es drei gute Gründe, in der Zukunft weiterhin fleißig auf andere Seite, her da, jadezockt.de vorbeizusurfen. Ja, jetzt habe ich lange überlegt, verrate ich die drei Gründe oder lasse ich die drei Gründe noch geheim, bis ich die drei Gründe hier auf meinem coolen Bürotisch liegen habe und mich dann präsentieren kann. Und da das dann ein guter Anlass wäre, um direkt noch ein tolles Webcam-Video zu machen, behalte ich die drei guten Gründe auch erstmal für mich, bis ich die drei guten Gründe hier auf dem Tisch liegen habe. So. Zum anderen, ja, den treuen Zuschauern unter euch, die mich jetzt schon von Anfang an meiner Wow-YouTube-Karriere begleiten, und das ist, glaube ich, seit Ende Mai, also noch nicht so lange, aber trotzdem für alle, die seitdem dabei sind, danke. Die haben ja gemerkt, ich habe angefangen, das Ganze erst als Streams auf meinem Justin, nee, auf meinem Twitch.tv-Kanal aufzunehmen und live zu streamen und dann als Mitschnitt hochzuladen. Total streammäßig mit Kommentar und Webcam-Einblendung. Und dann habe ich angefangen, doch mal richtige Gaming-Videos lokal aufzunehmen in besserer Qualität, weil über den Stream geht halt viel Qualität in langsamer Internetleitung flöten und so. Und ja. Ja, dann habe ich da teilweise kommentiert und dann habe ich also teilweise so Let's Play-Videos gemacht und teilweise halt die sogenannten Walkthrough-Videos. Und der Unterschied für alle, die es jetzt nicht wissen, bei Let's Play sieht man mich nicht unbedingt, aber kann man auch machen, dass ich klein eingeblendet bin. Aber ich rede, ich laber die ganze Zeit beim Spielen. Und bei Walkthrough-Videos sieht man halt nur die geile Grafik, also das geile Spiel in seiner Pracht mit Game Sound, Atmosphäre quasi nennt man das, ohne dass man mich sieht oder mich reden hört. Also ich walkthrough durch die Spiele und ihr könnt da fett die Game-Atmosphäre tanken und merkt dann am besten, wie die Spiele sind und denkt euch, ja cool oder ja not so cool. Ja, ich habe mir halt gedacht, ich mache erstmal weiter in diesem Walkthrough-Style und macht dann lieber so ein paar Videos hier direkt mit Webcam. Jetzt habe ich aber heute wieder einen Kommentar bekommen, der hat mich zum Nachdenken gebracht und der meinte echt, ey, mach doch mal Kommentar dazu, ist geiler. Ja, jetzt würde ich euch gerne fragen, was findet ihr geiler? Also findet ihr meinen originellen Streaming-Style, mit dem ich angefangen habe, geil? Findet ihr es geil, wenn ich das Ganze im Let's Play-Style mache, also spielen und ein bisschen dazu zum Spiel reden? Oder findet ihr es geil, wenn ich das total atmosphärisch düster mache, ohne zu labern, so wie ich es halt jetzt die letzten Videos auch gemacht habe? Weil mir machen alle drei Sachen Spaß und ich habe mir auch überlegt, vielleicht kann ich das also durchgehend pro Spielserie auch wechseln. Das heißt, ich fange zum Beispiel mit Dark Souls oder Risen an, die auch auf meiner Liste hier drüben stehen und liegen und die auch noch kommen hier. Mit Risen muss ich mich sogar beeilen, weil Risen 2 kommt ja Anfang August schon für die Xbox 360. Und da werde ich das auch spielen, ja. Also bis dahin müsste ich eigentlich mit Risen durch sein, was fast unmöglich wird von der Zeit her, aber ich freue mich drauf. Nun gut, auf jeden Fall nehmen wir mal an, ich fange jetzt an mit Risen, ja. Dann fange ich das Spiel an, wir gucken uns das Intro an und ich laber die ersten zwei Parts, oh cool, am Strand und so, la la la. Und dann mache ich plötzlich Part 6 bis 10 und da rede ich gar nicht mehr und da ist dann halt nur Game-Grafik und Game-Sound. Also ich habe mir überlegt, das könnte ich auch noch machen, dass ich halt je nach Gefühl einen Part aufnehme und dann laber ich mal. Und dann mache ich mal wieder einen Part, wo ich nicht so Bock zu labern habe, weil ich selber die geile Atmosphäre vom Spiel fühlen will. Und dann guckt ihr euch Part 5 an, da laber ich, und dann guckt ihr euch Part 6 an, da laber ich nicht. Die Frage ist, ist euch das zu durcheinander, zu komisch, zu amateurhaft, unprofessionell, zu freaky, oder denkt ihr, hey cool, da ist ja auch noch dieser Überraschungsfaktor mit drin, das ist ja alles geil. Ja gut, alles geil, also nicht falsch verstehen, das ist ja alles geil, was dieser Chell macht. Ich meine halt, das ist sowohl cool, wenn ich rede, und das ist sowohl cool, wenn ich einfach nur total stimmig, kinomäßig zocke. Ja.
Ich bezweifle, dass überhaupt jemand einen Kommentar zu dem Video abgibt. Leider, leider bin ich noch nicht so bekannt und leider, leider fühlen sich da auch nicht so viele Leute angesprungen, aber das musste jetzt mal raus. Ja, vielleicht helft ihr mir ja doch dabei mit euren Kommentaren. Ansonsten muss ich mal überlegen. Ansonsten mache ich wahrscheinlich echt das einfach mal so. Mal Let's Play, mal Walkthrough und vielleicht auch mal wieder Stream. Also, danke und ja, ich freue mich. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch ein Ründchen Dragon's Dogma spielen. Die Aufnahme kommt dann auch die Tage online auf jzockt.de. Bis dahin, ciao, ciao, euer